Halleluja, 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 Halleluja. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Liebe Gläubige, schön, dass wir in so großer Runde heute beisammen sind. Schön, dass es uns nicht verwehrt wird, unser gemeinsames kirchliches Leben wieder aufzunehmen und Kraft daraus zu schöpfen. Heute ist übrigens auch der Gedenktag der heiligen Bernadette von Lourdes, eine große Hoffnungsbotin, denn sie hat uns Maria als die Immaculata bezeugen dürfen. Und was Maria uns anbietet für unsere bewegte Zeit, das ist durch die 150 Jahre nicht anders geworden. Nämlich zu beten und uns auszurichten auf alles, was wir von Jesus her über Gott und unser Leben wissen. So auch die heutige Erzählung, ihr merkt schon, die Auferstehungserscheinungen sind letzte Woche abgehandelt worden. Heute schauen wir schon wieder auf, und die ganze Woche, die ganzen nächsten Wochen,
schauen wir hin, was Jesus hier auf Erden in seinem Menschenleben uns schon gezeigt hat, was er dann als Auferstandener uns anbieten wird. Ich sagte schon, das neue Leben aus dem Heiligen Geist in der Taufe, das haben wir die letzten Tage behandelt. Heute hören wir, dass er uns satt macht, dass er den Hunger unserer Seele stillt. Er sieht die vielen, die im Laufe der Jahrhunderte zu ihm kommen werden. Und er will alle satt machen. Und er verwendet die Jünger dazu. Kinder haben sich die Geschichte jetzt gut gemerkt, denn sie kommen auch vor. Die Kleinen sind es. Der kleine Junge mit den 5 ganz einfachen Gerstenbroten, den 2 Fischen. Er verwendet uns, damit die Menschen satt werden. Das ist eine der Aussagen heute. Allerdings heißt es auch zugleich, kommen tut die Speise von ihm. Er vermehrt, was wir ihm geben. Und letztlich zeigt er uns in dieser Brotvermehrung, dass er sich im Brot des Lebens in der Messfeier, die wir jetzt gleich feiern dürfen und das, die Speise empfangen dürfen, dass er uns da zeigen wird für alle Zeit, was er uns gibt. Das Thema der Woche, unendliche, barmherzige, helfende, heilende, vergebende Liebe. Das ist die Speise Jesu, des Auferstandenen. Und die dürfen wir Messe für Messe schauen und im besten Fall dann auch so aufnehmen, dass wir davon satt werden. So viel für heute, dass wir in dieser Erzählung das Angebot an uns erkennen und unseren Beitrag. Wir wollen uns satt essen und wir wollen unseren Beitrag leisten, dass die Menschen satt werden an barmherziger Liebe. Amen.